Das war ein Schock. Die Wirtschaft florierte ja. Und niemand konnte sich vorstellen, dass urplötzlich das Benzin knapp wurde. Wir kriegten ja Zuteilungen und wir durften ja also nur bestimmte Mengen an den Kunden abgeben. Und da brach also irgendwo fast eine Welt zusammen. Wir haben ungefähr, denke ich mal, so 20 Liter abgeben dürfen. Aber die Kunden, die waren natürlich pfiffig. Die sind runtergefahren und sind nach einer Stunde wiedergekommen. Dann haben sie sich die zweiten 20 Liter oder woanders meinetwegen die zweiten 5 Liter geholt. Manche Privatkunden haben bis zu 10 Stück von diesen großen 20-Liter-Kanistern mit einem Mal gekauft, sodass ich vermute, dass unwahrscheinliche Mengen an Benzin und Dieselöl in Berliner Kellern und Häusern lagern müssen. Ich weiß natürlich, dass die Berliner, die Interzonenstrecken benutzt haben, alle in der sogenannten Ostzone, wir haben ja damals noch nicht von der DDR in dem Sinne gesprochen, sondern das war für den richtigen Berliner war das immer die Zone. Und zu dieser Zeit haben die Leute natürlich an diesen Intertankstellen ungefähr 20 Pfennig billiger getankt. Und das haben die wahrgenommen, ganz klar. Und der Osten hat ein gutes Geschäft damit gemacht.